Hier haben wir das Gerät Clarus 500 von der Firma Zeiss. Es handelt sich um eine Funduskamera. Das bedeutet, mit diesem Gerät können wir hochauflösend und weitwinklige Bilder der Netzhaut aufnehmen. Hier so ein Bild, ein Beispiel. Das ist ein sehr großes Bild der Netzhaut. Wir können diese Bilder vergrößern im beliebigen Bereich. Beispielsweise hier ist der Sehne, das ist die Makula. Wir können ganz genau die Makula betrachten. Jegliche Veränderung kann hier auch dokumentiert werden. Wir können auch die Peripherie der Netzhaut anschauen. Der große Vorteil dieser Technologie ist, dass wir einen großen Überblick haben über das gesamte Auge. Man kann auch die Seiten vergleichen, rechts mit links, und daraus kann schon eine Konsequenz vorhanden sein. Die refraktive Chirurgie beschäftigt sich mit Korrektur der Sehfehler. Nichtsdestotrotz, wir müssen zuerst sichern, dass das Auge im sehr guten Gesundheitszustand ist, damit wir überhaupt den weiteren Schritt machen können.